Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Part hier in Super Mario Odyssey. Im letzten Part haben wir gegen einen Drache gekämpft, was für Mario überhaupt nicht typisch war. Und selbst das war schon etwas komisch. Aber ja gut, ne? Das haben wir auf jeden Fall wenigstens gebacken bekommen. Trotzdem habe ich dadurch richtig behindert gefailt. Obwohl es eigentlich gar nicht so schwer war. Naja, es ging. Es war schon eine kleine Schwierigkeit vorhanden. Aber so schwer war es jetzt eigentlich jetzt nicht. Und wir haben auf jeden Fall jetzt auch schon die benötigten Monde im letzten Part. Und ja, werden wir jetzt die Odyssee reparieren. Und ja, damit kommen wir auf jeden Fall zu Bowsers Land. Erstmal sehen wir wieder die Odyssee frisch repariert. Und das große Segel ist dann auch wieder da, ganz plötzlich. Aber ja, gut, ne? Wunderbar. Jetzt sieht sie wenigstens wieder etwas besser aus. Aber schon gesagt, jetzt können wir ins Bowserland reißen. Oder passiert es noch irgendwas, was ich wissen müsste? Oh cool, mit Licht diesmal. Der sieht sogar noch viel besser aus. Und ich muss mich unbedingt umkleiden. Wenn es sein muss, auch in der normalen Form. Aber das kann ich mir gar nicht vorstellen irgendwie. Es würde jetzt nur noch ein Segel fehlen. Laut der Odyssee. Das kann ich mir kaum vorstellen, überhaupt nicht. Das wäre ein bisschen komisch. Aber okay. Das war jetzt eine ziemlich unerwünschte Unterbrechung. Aber hey, immerhin haben wir das Schiff repariert. Also halb so wild. Und wieder lese ich aus einer Broschüre vor, die uns einen feuchten Dreck angeht. Aber ja, okay, das wird schon so sein. Und somit geht's weiter ins Bowserland. Architektur, Statuen, Bowsers Festung. Der hat eine eigene Festung? Wir müssen Tiara und Peach unbedingt helfen. Auf jeden Fall. Die Rettung naht. Wir sind schon wahrscheinlich fast beim Finale. Bowsers Land. Bowsers Festung. Er sieht ja bis jetzt ja schon mal richtig nice aus. Schleich dich in Bowsers Festung. Was sind denn das für komische Viecher? Okay, die sehen etwas komisch aus. Es ist unausweichlich. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Für mich schon. Ich will die Standardkleidung anhaben. Das passt überhaupt nicht. Geht, der Standard geht wenigstens noch, aber es tut mir gerade ein bisschen leid, aber wenn ich mich jetzt hier auf die Schnelle umziehen und wartet. Gleich. Gut. Denn jetzt wird es einen kleinen Cut geben für den Facecam-Rahmen. Extra habe ich mir eine wunderbare, passende Farbe dafür ausgesucht, die ihr auf jeden Fall jetzt sieht. So, damit ein wunderbares Knallrot. Klingt so, als würde ich irgendein Thumbnail daraus machen. Das ist voll Clickbait wegen roten Pfeile und so. Ne. Okay, das hat damit eigentlich überhaupt nichts zu tun. Aber egal. Eigentlich gar nicht. Aber ist ja auch egal. Wir betreten jetzt Bowsers Festung. Und hier sind schon mal Gummis am Start mit irgendwelchen komischen Hüten. Auf jeden Fall ist es japanisch angehaucht, weil selbst die Musik ist schon japanisch angehaucht. Ich glaube, das wird mir gefallen. Okay, hier vorne. Okay, zum Schluss scheint es schon mal richtig abzugehen. The fuck? Es sind auch viele Gumbas. Ist ein bisschen verdächtig, oder? Warte mal. Ich glaube, ich muss die... Boah, das wäre fast ein Treffer kassiert. Ich glaube, ich werde die mal stacken. Ich glaube, das ist schon nötig. Das mal zu tun. Na, werde ich das mal gebacken kriegen? Gut. Komm du auch mal her. Dankeschön. Ich komme ja auch gar nicht nach oben. Ah, das sind auch schon die ersten vier lilanen Münzen. Cool. Ne. Ja, ich hätte jetzt gedacht, ich würde ja übelst failen noch. Gut. Nice.
Hey, sind auch ein paar Folge. Sieht das eventuell auch verdächtig aus? Wir werden es herausfinden und... Es sind nur Münzen. Okay. Warte mal, ich will mal die Broschüre mal nachschauen. Das mache ich sowieso eher selten, aber egal. Bowsers Festung. Industrie, Hanafuda-Karten. Hanafuda-Karten? Ich glaube, das sagt mir was. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, das sagt mir was. Währung, kubanförmig. Kommt mir doch nicht mal bekannt vor. Temperatur durchschnittlich 26 Grad. Eigentlich etwas höher, weil es könnte auch etwas Lava sein, bestimmt. Weil es sprießen ab und zu ein paar Funken auf. Also so Feuerfunken, also. Einheimische Treppengrauser. Also das sind die hier wahrscheinlich. Ah, okay. Nee, schaurige Torwächter. Na, was denn jetzt? Torwächter oder Treppengrauser? Na, was denn jetzt nun? Hä? Topografie, weitläufig. Dichte, mittel. Okay, der Aufbau sieht irgendwie komisch aus. Aber hier scheint es wahrscheinlich mehr abzugehen. Hier sind wir doch solche komischen, giftigen lila Flüsse, Teile, Dings da, Zeugs. Ja. Okay. Warte mal, ich geh nochmal dahin. Es sind zwar nur Münzen, aber ja. Weil ich es gerade sehe, wir haben über 2000 Münzen, ey. Das ist ja cool. Bis jetzt gibt es hier nichts, oder? Weiß nicht, ich habe es hier nicht so genau nachgeschaut, aber ich glaube, hier scheint es jetzt gerade nicht zu sein. Gehen wir einfach mal weiter. Ah, da sehe ich schon die ersten lila Münzen, die weiteren lila Münzen auf jeden Fall. Und was seid ihr für komische Vögel? Wow. Vielleicht kann ich auch kapern, das ist ja cool. Ey, das ist ja richtig nice. Jo. Ey, das ist ja geil. Kann ich ja mit euch wenigstens vernichten? Ja. Haha. Ey, das ist ja geil. Das ist richtig nice. Und es gibt wieder 100 Münzen. Naja, war's schon, ne? Achso, das ist ein Mond. Ich dachte schon, hä? Okay. Ja, der erste Mond auf jeden Fall safe. Hinter der großen Mauer. Und die sind sogar knallrot, ne? Lol. Okay. Na, wir können den hier vernichten. Weil den haben wir ja schon. War da irgendwas? Ist hier irgendwas, wenn ich hier auf die andere Seite gehe? Boah, das war knapp. Ich glaube, das hat nichts gebracht, kann das sein? Und geh weg. Das hat gar nichts gebracht. Naja, wenigstens habe ich es versucht. Ich habe es wenigstens versucht, ne? Oh, so schnell wollte ich jetzt eigentlich gar nicht weiter. Naja, egal, machen wir das jetzt einfach trotzdem. Ist ja egal. Weitere Checkpoint. Außenhof, Rückseite. Okay, so langsam nähern wir uns schon. Ah, jetzt habe ich nicht mehr diese Vogelfähigkeit. Jetzt nerven die Stachis. Oder Lakitu-Teile. Ich habe nie einen Plan, wie die richtig heißen irgendwie. Oh cool, aber dafür ein Herz. Was mir gerade nichts bringt, außer ich lasse mich mit Absicht kurz treffen, aber egal. Ah, wieder sowas, okay. Nein. Die behindern mich voll. Was ist denn das für ein Scheiß? Das schaffe ich ja gar nicht, wenn die mich hier nur übelst arg behindern. Okay. Alter, ich dachte jetzt schon. Ach, ich bin sogar kurz vorm Sterben. Toll. Jetzt nicht mehr. Nullenjagd zwischen den Stachis. Ach so, so heißen die, ja. Das war gerade etwas peinlich, aber okay. Zum Glück habe ich dafür nochmal eine richtige Info nochmal bekommen, wie die heißen. Ach, das ist dieser komische Torwächter oder so, oder? Wie kriege ich den kleinen? Okay. Und jetzt hier oben drauf wahrscheinlich von dem Muster. Ist ganz auffällig. Hä, war sogar vielleicht. Das war der erste Mond schon. Also der Hauptmond quasi. Also passt. Gut, da haben wir ja schon mal unseren ersten Hauptmond. Schleich dich in Bowsers Festung. Nice.
Ja, jetzt können wir wenigstens weiter rumschlendern. Cleverer Bombeneinsatz. Ist hier etwas Timing gefragt? Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Wir werden es jetzt auch gleich herausfinden. Okay, gut. Bringt das irgendwas, die Kisten zu öffnen? Ich mach's jetzt einfach mal an, wieder diese gelben Mini-Spastis da hier. Die uns überhaupt nicht interessieren. Naja. Wenigstens habe ich es gemacht. War zwar nichts drinne. Aber ich schaue mich mal oben etwas um, weil da ist bestimmt was. Auch wenn es nur lila Münzen sind. Auch über lila Münzen wäre ich schon mal froh. Ja. Aber das war doch irgendwie klar. Irgendwas muss hier sein, weil wenn da hier nichts wäre, nee. Das wäre nicht so geil, ne? Machen wir es mal ein bisschen skillig hier. Ich dachte, da wäre was, aber das sind nur diese komischen Wolken da. Boah, Alter, war das knapp, ey. Ah ne, das war schon die andere Seite gewesen. Naja, gut, okay. Ah ne, ist auch noch was. Hä? Wie komme ich denn da hin? Hä? Wie komme ich denn da hin? Brauche ich so einen Vogel dafür? Ah, ich glaube, ja. Ah ne, das ist wieder eine andere Passage, also ist es wieder hier was Neues. Hä? Die drei Löcher sind zu, aber das noch nicht. Als ob. Ja, okay, sogar. Nein, wollte ich gar nicht. Aber ich glaube, die respawnen wieder, ne? Mit dem Schnabel in der Gipswand, okay. Na, die respawnen wieder, ja, hier auf dieser kleinen Mini-Plattform da. Ich nehme mal gleich mit. Oh, ich glaube, das wird jetzt sehr interessant. Okay. Es geht. Ich glaube, das wird jetzt etwas kacke, ne? Ach, du Kacke. Ja, und ja, was jetzt? Ja, okay. Ja, so geht's auch, ne? Okay. Weiter geht's. Jetzt sieht schon etwas interessanter aus. Mittelhof. Und laut Karte? Ja, doch, doch. Ist schon ungefähr die Mitte, ne? Aber das Gute daran ist, wir brauchen noch nicht mal benötigte Monde. Ich war mir einfach mal so frei und hab's jetzt einfach mal gemacht. Ah, jetzt muss ich jetzt noch einzelne Monde sammeln, ne? Zwei Mondstücke. Um an den Mond überhaupt hier ranzukommen. Vielleicht bringt das hier irgendwas. Ich kriege es sogar recht leicht hin. Weil es auch recht leicht ist. Okay. Soweit, so gut. Du gehst mal wieder weg. Vor allem schänden. Irgendwie habe ich so das Gefühl. Ja, was jetzt? Ah, ich glaube, wenn ich es nicht gebacken kriege. Warte, nee, andersrum. Ich glaube, ich krieg's hin. Wenn ich es hinbekomme. Weil so schwer ist es ja nicht. Okay. Wunderbar gerettet. Ich nehme mal nochmal mit. Ich habe gerade mal zwei davon, hä? Weißt du, eins. Da oben. Nee, aber lila Münzen. Ist ein bisschen häufig gerade, ne, verteilt. Also recht leicht verteilt. Oh, Alter. Ich will das haben. Mach den nicht tot. Toll. Dankeschön. Aber okay, ne. Ist ja gut. So, wo befinden sich hier die anderen? Ich möchte das nochmal gerne aufmachen, wenn das okay wäre. Ah, nicht ganz. Okay, hat eigentlich überhaupt nichts gebracht. Aber naja, ein Versuch war es wenigstens wert.
jetzt irgendwie viel zu frei, ne? Aber hier ist aber auch nichts irgendwie drumherum, ne? Hier ist gar nichts. Okay. Uah. Wie ich hier nicht ausweiche, ne? What the fuck? Okay. Nein, du sollst doch nicht rausgehen. Ah, okay, da ist noch eines. Nein! Oh, war das dämlich. Das war richtig dicht dämlich. Ist hier noch was drin, zufällig? Weg damit. Oh, wie ich mich hier nicht anstelle, ne? Münzen! Gönne ich mir sofort. Auf jeden Fall. Ah, ist auch noch so ein Stück. Und hier sind lila Münzen. Ah, ich behalte den mal weiterhin. Ja, scheint auf jeden Fall ganz nützlich zu sein. Okay, war doch nicht so schwer, überhaupt da nach oben zu kommen. Alter, wie asozial. Okay. Oh mein Gott. Ach du Kacke. Hey, hallo. Dankeschön. Oh, ich dachte jetzt schon, Alter. Okay, geschafft. Nur noch heil nach oben. Wenn ich es hinkomme. Wenn ich es hinbekomme, so gesagt. Okay. Das war jetzt schon etwas heftig. Aber es habe ich geschafft. Erstmal wird er hier dieses Loch hier wieder. Da hier reinpiekst, dann gibt es bestimmt wieder was. Auch ein Mond. Also gerade ein Mond. Warum da nicht ein Mondstück? Ja, okay, gut, so geht's auch, ne? Schnabel in die Wand. Er ist schon tot gemacht wieder. Komm, spawn nochmal neu. Ich brauch dich nochmal. Komm her, Junge. Okay, gut. Wunderbar. So. Wo könnte sich jetzt das letzte Mondstück befinden, ne? Bitteschön. Wenn das noch in meiner Macht steht, wäre das hier sehr, sehr cool hier. Weg da. Wie? Irgendwo da oben ist doch irgendwas. Wartet mal. Ich nehme den mal weg. Einfach so, damit ich mal hier hoch kann, weil mich das schon interessiert, was da hinten ist. Oder sein könnte, sagen wir es mal so. Ich komme aber nicht hoch. Ich komme nicht hoch. Ich komme da wirklich nicht hoch. Hä? Ah, das hätte ich jetzt fast geschafft, ne? Ich komme da nicht hoch. Ja, muss ich so machen. Oh mein Gott. Alter. Ey, was ist denn das jetzt hier für ein Failen? Komm, das ist doch nicht so schwer. Okay. Soweit, so gut. Ja, wahrscheinlich ist da ganz oben auf der Spitze was, oder? Safe. Ja, okay. Ja, lila Coins hier. Lila Coins. Ganz unten hier. Ja, genau. Genau da. Genau da unten. Nee, ne. Nee, ne. Das ist jetzt... Nee. Nee. Scheiße! Mann! Aber ein Versuch war's wert! Ich hab's wenigstens versucht, ne? Scheiße! Ja gut, dann, lassen wir das mal. Ach, da! Da ist das letzte Mal! Ich hab das gar nicht gesehen. Bin ich blind? Wie behindert, ey. Okay, das war knapp. Jetzt haben wir es auch endlich. Mein Gott. Ich habe mich irgendwie
etwas dämlich angestellt, habe ich so das Gefühl. Aber ich habe das Mondstück nicht gesehen. Ich habe das Mondstück nicht gesehen. Oh, nee. Okay, dann können wir ja weitermachen. Konfrontation mit den Prodals. Okay. Das ist auch Mond. Das ist auch Mond. Da ist ein Mond, Junge. Machen wir hier weiter. Und hier haben wir schon einen Crazy Cap Laden. Okay. Ja, dann machen wir das wie immer so, weil es hier wahrscheinlich auch Mond gibt. Wartet mal. Wir haben 30 Liter. Warum seid ihr hier dabei? Die macht man hier überhaupt keinen Sinn. Überhaupt nicht. Gönne ich mir hier diesen Mond? Einkaufsbummel in Bowsers Festung. Die passen überhaupt nicht rein. Überhaupt nicht. Ganz und gar nicht. Oh, nee. Aber der Sticker sieht cool aus. Da sind wir da 15 Münzen. 20. Ey, cool, könnte ich mir sogar das leisten. Samurai Helm und Rüstung. Was? Hashimaki oder Harimaki? Keine Ahnung. Was? Dieses gewickelte Stirnband ist ideal für Leute, die gerne ihr Haupt schmücken, aber dabei eine gewisse Leichtigkeit schätzen. Kleidung, die traditionell auf Festivals getragen werden. Okay, Happy Outfit. Jisoo-Statue. Okay. Stempel, beziehungsweise Sticker. Machen wir das. Und hier passende Ausrüstung auf jeden Fall. Jetzt schon mal umziehen. Schon recht viele Münzen am Anfang sogar gesammelt. Das ist cool. Das freut mich sogar. 5 Münzen. Kommen wir mal die Papierlaterne noch mit dazu. Dann haben wir erstmal alle schon mal ausgegeben. Ja, gut, ne? Gut. Ey, das hat Style. Das hat Style. Das ist cool, aber warum dann dieses Geweih? Warum dieses komische Geweih? Das ist dafür etwas seltsam, wenn ich ehrlich bin. Diese lila Coins. Aber ja, gut. Machen wir hier Schluss. Also bis jetzt geht es irgendwie recht schnell, habe ich so das Gefühl. Okay, ich rush ein bisschen mehr durch, habe ich so das Gefühl. Aber ja gut, wir haben ja, wenn wir die Story durch haben, haben wir ja ein bisschen mehr Zeit auf jeden Fall. Deutlich mehr Zeit, weil das dann Streams dann werden. Auch wenn die Quali leider muss wegen Internet, aber ich will es trotzdem mal zu lasten nicht. Aber ja, okay, dann würde ich sagen, wenn es euch bis hierhin gefallen hat, gerne einen Daumen hoch. Und ja, gerne abonnieren, wenn ihr wollt. Und ja, ich glaube, wenn es eventuell die letzte Welt wird, dann hoffentlich, dass es zum Schluss richtig episch wird hier im Bowsers Land. Dann würde ich sagen, bis zu einer weiteren Partie in Super Mario Odyssey. Ciao Leute und macht's gut. It's time to jump up in the air. Jump up, don't be scared.